So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu Mindless Creative Server Let's Play. Seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß gerade gar nicht, was wir gemacht haben. Doch, genau, wir wollten jetzt, wir wollen den Empfang bauen. Von unserem Hotel. Die Beleuchtung haben wir soweit abgeschlossen. Jetzt, genau, steht der Empfang auf dem Plan. Die Frage ist, wie gestalten wir den? Machen wir es eher so offen oder? Gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall eine Art Tresen. Das heißt, nee, noch weniger. Gut, das können wir natürlich. Erstmal hier ein bisschen Wasser. So, oh, wir hatten, Alter. Scheiße häuft sich an. So, Desktop. Gibt's direkt einen Tresen? Nee, ne? Nee. Aha. Na gut, machen wir doch einen klassischen Desktop. Lalala. Abgeschlossen brauchen wir nicht. Hier ein Rumfliegen haben wir garantiert nicht, ne? Nee. Gut, also zuallererst brauchen wir Schubdinger. Brauchen wir also zwei Stück Eisen. Die Frage ist, wie machen wir es von der Anordnung? Nehmen wir einen Schreibtisch oder nehmen wir mehrere oder 50? Eine Seite würde ich vielleicht erstmal hier offen lassen, dass der Empfang quasi erstmal nur auf eine Seite kommt. Dann haben wir auf jeden Fall locker Platz für zwei Schreibtische. Da haben die noch so einen kleinen Eingangsbereich, ne? Dann machen wir auf jeden Fall zwei Schreibtische. Und was wir hier hin machen. Vielleicht so eine kleine, ne, so eine Bank oder sowas. Wo sich der Wald irgendwie erstmal hinsetzen können. Vielleicht mit ein paar Blumen oder so ein Scheiß. Gucken wir mal. Also halt also wir brauchen erstmal zwei Schreibtische, dann irgendeine. Naja. Ein PC wäre schon schön für den Empfang. Ich hoffe, es ist nicht allzu teuer. Wir brauchen also vier Schubladen, also viermal Eisen. So. Holz. Hier können wir beliebiges Holz benutzen. Hier aber nicht, lol. Gut. Schwupps, da wupps, kriegen wir genau 6 Stück. Aber klar, reicht nämlich nicht ganz. Ach, Kacke. Dann nehmen wir mal einen Baumstamm noch dazu und das Rest machen wir dann einfach mit anderem Holz. Das heißt, wir brauchen noch 6 weitere Stück. 1, 2, 3 bleiben übrig. So, 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 so. Halt. Kommst du jetzt bitte mit? Dankeschön. So, perfekt. So, na gut, haben wir sogar schon mehr als genug. So, 1, 2. Wie gesagt, abgeschlossen muss es hier nicht sein. Da machen wir eh nichts dran. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie das ist mit der Laptop. Ach Gott, das waren genau diese ganzen teuren Sachen hier. Ha.
du nicht irgendwas super Billiges? Wir können hier auch einfach so einen. Gibt es noch einen alten, ne? So ganz alten PC? QPC? Wir packen den einfach Netzteil, den reicht dann aus. So Netzteil und so ein Drucker sieht aus wie ein fast ein kompletter PC. Easy. Portable Workstation. Aha. Warte mal ganz kurz. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Computer. Genau, hier gibt es auch noch solche Sachen. Also, ich sehe für mich wesentlich preiswerter. Was ist das denn hier? GFriend SSO Computer. What the? Okay, das Ding sieht erstaunlich interessant aus. Oha. Schade. Ich dachte, wir könnten hier so einen Serverschrank machen, aber da bräuchten wir 9 Mesekristalle für. Und das ist mir aufgedacht ein bisschen zu teuer. Außerdem, wo sollte der hier hin? Das war ein geiles Gimmick, aber ganz ehrlich, nein. Hätten wir hierfür quasi, ne, den richtigen großen. Gut, könnten wir hier unten im Keller irgendwo hinstellen, aber ganz ehrlich. Wie gesagt, für 9 Mesekristalle. Mal gucken, wie viel wir haben. Okay, doch, machen wir doch. Wir haben genug Kristalle. So, was brauchen wir dafür alles? 18. Oh Gott. Ganz schön viel Kunststoff. Ganz schön viel Kunststoff brauchen wir dafür auf jeden Fall. Ne, das ist Papier, das ist Kunststoff. Ich glaube, müssen wir bald mal ein neues Öl machen. Also hier Quatsch, neues Kunststoff. So, machen wir mal 10 Stück. Ein nehmen wir raus. Achso, ja, geht sowieso nicht. So. Schwupps da wupps, alles andere kommt noch weg. Und schon haben wir einen eigenen kleinen Server. Den stellen wir hier hinten schon in die Ecke. Hätte schon gerne irgendwo hier oder hier. Ah, hier ist direkt die Tür. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich würde ihn doch schon hier hinstellen. Der ist ja klein. Ich dachte, der ist noch eins höher. Oh, man kann sogar einschalten. Aus, an, aus, an. Sogar am Switch leuchten die ganzen Lampen. Gut, ein echter Switch braucht ein bisschen länger zum Hochfahren, aber ich glaube, eine richtige Hochfahranimation wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Können wir den einfach direkt bei uns im Zimmer stellen? Wobei, nein. So einen Server direkt im Zimmer zu haben, wenn man daneben schlafen möchte, keine gute Idee. Die Dinger machen ein bisschen sehr viel Krach. Ah, doch, da hinten passt der gut. Ich hätte ihn irgendwie doch gerne lieber weiter hier vorne. Frage ist nur, wo? Ja, ich trage einfach so einen 10-Tonnen-Server mit mir rum. Problem damit? Hier ist der komplett im Weg. Ich lasse erstmal hier hinten. So. Achso, einschalten natürlich. Damit auch ja schon Strom verbraucht. So. Zurück zu unserem Dingsabumster. Die bekommen, denke ich mal, ein C64. Das sollte für die ausreichen. Das wäre aber wirklich eigentlich mal so witzig, ne? Die einfach mal so ein bisschen so einen Nostalgiefaktor so ein bisschen so aufwühlen lassen. Einfach so ein C64. Aber hier gibt es halt keine Röhrenbildschirme, sehe ich gerade. Hier gibt es gar keine Bildschirme. Was ist denn hier los? Was? Na gut, gibt es hier, Display? Nein. Screen? Nein. Ah, doch. Aber das ist alles von einer anderen Mod. Das ist alles von einer, ja, ist alles von einer Laptop-Mod. Von welcher Mod ist das Ding eigentlich? Computer.
Gut, aber wie gesagt, ohne Bildschirm macht das nicht viel Sinn. Nehmen wir doch so ein Ding hier. Sieht einigermaßen interessant aus. Brauchen wir Glas und Holz. Das sollte ja machbar sein. Warum haben wir so viel Glas, sag mal? Leute, was ist denn hier los? So, einmal. Mal gucken, wie der aussieht. Okay. Ich kenne zwar keinen reellen Rechner, der so aussieht, aber gut, lassen wir das mal. Tja, ein C128 gibt es ja auch, aber wie gesagt, ohne Bildschirm bringt das Ganze nicht viel. Von daher. Ich glaube, wir nennen das Ding einfach sowas hier. Haben wir ja auch, ne? Ne, wenn man weiß. Ah, nee, stimmt, da. Eben, wir haben einen richtigen PC. Ach, reicht natürlich schon aus. So, das heißt, wir haben PC, wir haben zwei Schreibtische, jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Nee, nee, die kriegen schon einen richtigen Bürosessel. Die bekommen einfach sowas hier. Easy. Ah, doch, das macht mehr Sinn. So, wir brauchen also zweimal schwarze Wolle. Das heißt, wir brauchen zweimal Farbe. Wo ist meine Farbe? Oh, wir haben nur noch einmal schwarze Farbe. Das ist jetzt nicht so viel. Das heißt, wir müssen schwarze Farbe. War das einfach Kohle? Nee, ne? Doch, Kohlestaub. Okay, Kohlestaub. Haben wir garantiert. Massig. Brauchen wir für dieses Align, für dieses, ne? Für diese, sag schon. Penis. Legierung, genau. Was? Ist doch Kohlestaub. Hä? Wait a minute. Extracting. Gott. Gibt es keinen normalen Weg? Ah, okay, direkt Kohleklumpen. Aber da könnten aber dann nur einen einzigen draus. Oder auch vier? Dass sie sich nicht einig werden, was ist hier los? Wenn es vier wären, der wäre eigentlich voll zufrieden. Also, ne, kann man ja machen. Ja, sind vier. Sehr schön. So. Dann kommst du wieder zurück. Wolle haben wir hier keine mehr, ne? Nee. Die haben wir komplett ins Lager gebracht. So, brauchen wir noch irgendwas für den Stuhl? Stahl, so ein Stahlstäblein. Das Ding hier. Warum haben wir zweimal Stahl dabei? Das ist auch keiner, so genau. So. Beziehungsweise. So. Nein. So. Hütchen ab ins Lager. Doink. 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 Stattdessen müssen wir mal gucken, wie ein Blumenvase oder sowas. Ne? Bisschen sowas Schönes machen, was man da so hinstellen kann. Wir können natürlich auch noch ein Sofa dahin bauen für Besucher quasi. Ne? Ja. Irgendwie könnte man auch noch so einen großen Sessel machen.
Bin ich gerade ein bisschen überfragt? Sollte ich hier? Wolle. Wolle war hier. So. Tja. Ich bin mir sicher, dass es hiervon auch noch eine größere Version gab. Hatte ich nicht bei mir auch so? Was? Geht doch. Ach ja, siehst du, habe ich den anderen. Doch, hab ich schon gezeigt, ne? Hier, dass man hier Sachen kaufen kann, habe ich schon gezeigt. Denke ich mal. Genau, hier. So das Ding. Warum gibt's das nicht? Wie heißt das Ding? Long Sofa. Wow. Ich muss natürlich wieder alle irgendwelche besonderen Namen haben. Jawohl. Wie baut man den jetzt so? Ach, direkt? Aha. Das ist dreimal Wolle. Interessant. So, dann machen wir das auch mal direkt. Dann brauchen wir. Moment mal, kann man da jedes Holz nehmen? Ach, Holzplatten. Okay. Dann machen wir es doch lieber so. Dankeschön. Ach komm. Gott, Ronny, was tust du da? Perfekt. So. Scheiße. Wir bräuchten davon. Oder machen wir davon mehrere? Nö, nee, ein Longsofa reicht. Ja, das war natürlich. Supi. So, und dann wäre noch vielleicht noch eine Blumenvase ganz cool. Flower Power. Nee, bis was Buntes, genau, wie was Grünes oder was Rotes, je nachdem. Da brauchen wir Siegel, dann halt doch nicht, dann doch lieber das. Okay, da kann man direkt so eine Dinger machen, ist ja cool. Aber wir machen lieber sowas einfach hier so, ne, so ein bisschen so Kunstplatte. Kunststoffplatte 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir einmal Erde. Wir haben keine Erde im Haus, würde mich verarschen. Wie geht denn sowas? Wird nie jemand erfahren. Wie ich einfach mein eigenes Haus untergrabe. Easy. Und einmal, nein, einmal grüne Farbe, die war hier unten. So, du kannst eigentlich nach da. Okay, okay. Wobei nur eins ist natürlich auch ein bisschen wenig. Da läuft man wenigstens schon zwei machen. Hallo? Danke. Höhe. 1, 2, 3, 4, 5. Achso. Ja, alles. Und gleich bitte nochmal. Danke. So, jetzt müssen wir noch was brauchen. Wow.
Jetzt brauchen wir noch was, was man da raufpacken kann. Einmal Sonnenblume wäre nicht verkehrt und noch irgendwas Großes. Irgendwas, was einer. Ein Baum. Genau, ein ganzer Baum gleich. Oder wir machen einfach zwei Sonnenblumen. Easy. Sehr schön. So, dann. Sollte da. Achso, wir brauchen noch eine Art Gatter. Damit die Leute nicht hinter den Tresen können. Was mache ich eigentlich gerade? So ganz klassisches Gatter, easy. Mal schauen. Gibt's hier, ne? Ein bisschen mal gucken, wie die Tür. Bei meinem Hotel hatte ich die hier genommen gehabt. Also die Dinger. Haben wir aber wieder massiv Überschuss. Nö, komm, wir nehmen normales Gatter, da haben wir hier noch zwei übrig. Ne. Mal gucken, wie das aussieht. So, was ich aber noch gerne machen würde, wäre vielleicht das hier und ach das. Ich vielleicht können wir damit noch ein bisschen was machen. Achso, das Kreaturzorn. Ha. Mal gucken. So. Das Ding kommt nach da. Dann kommen hier die beiden Schreibtische hin. Einmal so, einmal so. Da drauf kommt dann der PC. Ja, da kann man den halt nicht so schräg stellen, ne? Weil normalerweise, wenn man hier einen Schreibtisch hat, steht der PC hier so schräg. Aber 45 Grad ausrichten geht leider nicht. Von daher muss er hier so mitten im Weg stehen. Ja, das Ding ist riesig. Was ist denn los mit dem? Holy moly. Okay. Oh ja, was soll's. So, dann haben wir hier so einen Bürostuhl. Bam. Vielleicht wieder noch ein Regal hier angebracht. Ich weiß nicht. Oh, lassen wir erstmal so. So, und die Couch, die kommt dann hier so hin. Genau. Da. Ach, war klar. Connected ist natürlich nicht mit der Wand. Ach, scheiße. Dann würde ich mal sagen, du kommst da weg. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und dann hat man hier so ein bisschen so da eine Blumenvase. Gott, ist die groß. Hier eine Blumenvase. Gott, ist die riesig, Alter. Okay. Ist tatsächlich doch ein bisschen größer, als ich jetzt gedacht habe. Sieht das so gut? Nee, das sieht nie im Leben gut aus. Oh, die Blume fliegt einfach. Na klar. Kann man die Dinge einfach hier im Boden einsetzen? Würde das noch gut aussehen? Dann müsste aber hier unten auch noch, ne? Das dann machen. Ne, so ein bisschen eingelassene Blumenvase quasi, weißt du? Das macht doch voll Sinn. So. Tada! Sieht doch schon gleich viel besser aus. So kann man sich hier hinsetzen. Cool, kann man wirklich. Und tada, einfach die Aussicht genießen. Das ist doch perfekter Screenshot. Nice. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Na, ist der Empfang schon direkt fertig. Hier kann man ja quasi warten, bis seine Buchung fertig ist oder ne, bis sie mal wieder keine Internetschwierigkeiten haben. Oder bis überhaupt mal wieder jemand da ist. Stichwort Corona. Von daher. Easy. Kann ja auch schon rausgucken auf den, in die Natur. Tja, ansonsten bin ich irgendwie gewillt, hier noch irgendwie oben irgendwas hinzumachen. Was ich quasi so runterbaumelt, irgendwie was runterhängt, so ein. Naja, also nicht eine Art Kronleuchter, aber ne, irgendwas, was halt hier so runterhängt und dann so quasi, ne, was diese riesige Leere hier ausfüllt, weil es sieht halt geil aus, aber wenn hier noch was drinne wäre, würde es halt noch geiler aussehen. Schätze ich einfach mal. Frage wäre halt wirklich was.
Ja, aber der Vorraum an sich ist schon mal ordentlich geworden. Ja, sieht schon mal recht, recht gut aus. Ich würde vielleicht höchstens das Ganze hier nochmal. Einfach alles fies hier. Das Ganze tatsächlich doch nochmal eins nach hinten setzen. Sieht er vielleicht sogar noch ein bisschen hier vorne ein bisschen geräumiger aus. Oh doch. Das macht voll Sinn. So. Und dann war hier das da. Perfekt. Geht es nach hinten auf? Ja, sehr schön. Zippy! Richtig schön geräumig. Gut, hier kommen wir eigentlich, ne? Gucken, ob, müssen wir gucken, ob man hier noch was hinmacht irgendwie. Die Frage wäre halt was. Weil direkt hier was hinmachen können wir nicht, weil hier ist halt Glas. Das heißt, wir müssen irgendwie hier was hinmachen. So eine Art Gitter oder sowas. Sowas hier zum Beispiel. Das wäre schon teuer. Das sieht scheiße aus. Hallo? Ah. Würde das hier passen, hier so in die Ecke? Nee, ne? Nee. Nee, ich würde. Obwohl. Würde zumindest mehr passen als das Ding da. Weißt du was? Wir haben auch noch so komisches Gitterding da bei uns, oder? So ein Fliegengitter. Vielleicht mal gucken, wie das Ding aussieht. Ja, oh, willst du mich verarschen? Ernsthaft jetzt? Ein so ein Ding übrig? Ach Mann. Dieses Spiel hasst mich. Hallo? Nee, war doch richtig. Müsste hier sein. Hier gewesen sein. Hat das Ding? Ja, doch, hat Maschendrahtzaun. Okay, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das direkt. Da kommt da keiner durch. Sieht nicht ganz so schäbig aus. Sieht also aus wie gewollt. Das war klar. Ich hab dich auch lieb. Willst du mich verarschen? Geht doch. Tada, perfekt. So kommt man quasi bis hier, aber kommt halt nicht weiter. Das heißt, das ist hier so ein abgeschlossener Bereich. Und von außen sieht es halt auch nicht so schlimm aus, sondern sieht halt aus wie, ja, geleckt. Perfekt. Easy. Finde ich geil. Finde ich voll geil. So, hier ist auch so ein Blumen, sehr schön. Okay, okay, dann sollte das jetzt für die Aufnahme auch schon gewesen sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann.